Hallo meine Lieben, sorry, dass ich so eine komische Stimme habe, aber ich bin momentan gerade ein wenig krank, aber ich dachte, ich möchte euch trotzdem ein Video liefern und ich war in Deutschland einkaufen und war im Kaufland, im DM und H&M. Und in der Schweiz war ich noch im Chicorée. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. So, als allererstes werde ich euch jetzt mein Kaufland-Haul zeigen und legen wir los. Als erstes habe ich den Heiße Liebe-Tee gekauft. Ich dachte mir, jetzt, wo es kälter wird, kann ich den gut mal ausprobieren. Dann habe ich von Kaufland Classic den Klarspüler gekauft. 1 Liter. Und ja. Dann habe ich 2x WC Frisch gekauft. In Blau. Ja. Muss man nicht viel dazu sagen. Dann habe ich eine WC-Ente gekauft, total aktiv Gel, mit frischem Duft. Dann habe ich das Palmolive Abwaschmittel gekauft, Limonenfrisch mit Zitrusextrakten. Das riecht sehr erfrischend. So, dann habe ich etwas Großes. Und zwar Ariel Tabs 3 in 1 Vollwaschmittel. Dann habe ich das Palmolive Rosa Orchidee Geschirrspülmittel. Und das riecht wirklich nach Orchideen. Dann mal zu dem Essen-Teil. Da habe ich 2x so Landjäger gekauft. Haben 4 Stück drin. 2x. Dann habe ich 2x Maultaschen gekauft von Brügger. Original Schwäbisch und die habe ich noch nie probiert, aber ich dachte mal was Neues ausprobieren. Dann habe ich von Samt Erdbeer-Vanille-Konfitüre gekauft. Auch von Samt Himbeere und von Barilla habe ich die Penne Regatte gekauft. Das sind 500 Gramm. Und auch noch von Barilla Tortiglioni, auch 500 Gramm. Und dann habe ich noch so Batterien gekauft. Dann kommen wir zu DM. Als erstes habe ich hier von Evelyn den Make-up-Pinsel. Sorry. Highlighter-Pinsel. Dann habe ich einen Blender, Eye Blender Brush von Essence. Dann habe ich von Evelyn den Duo Augenbrauen Frauenstyler. Auch von Evelyn so ein schwarzes Haarband zum Schminken. Habe ich gedacht,
um die Haare aus dem Gesicht zu machen. Dann habe ich hier von Evelyn auch solche kleinen Haargummis zum Zäpfchen machen. Genau. Dann so Puderschwämmchen, auch von Evelyn. Dann habe ich hier ein Parfüm von Christina Aguilera by Night. Das ist jetzt 50 ml. Dann habe ich etwas Neues, das erst gerade auf den Markt gekommen ist. Und zwar Bilou. Das schäumende Badesalz. Cherry Pops. Ja, und das sieht so aus. Das habe ich zweimal gekauft. Dann habe ich den Frosty Mint. Auch zweimal habe ich das gekauft. So. Dann habe ich Orange Lemonade. Auch zweimal. Genau. So, als nächstes habe ich diese Haargummis gekauft. Genau. Einfach stinknormale Haargummis. Dann habe ich mir eine Aktivkohlenmaske gekauft. Eine Peel-Off. Für alle Hauttypen hat zwei von Scheibens. Ja, mal schauen, wie die ist. Ich werde euch berichten. Dann habe ich von Balea so Beauty Effect Augengel Pads gekauft. Da werde ich auch berichten, wie die sind und werde mal einen Live-Test machen. Dann habe ich auch von Balea Urea Augencreme. Milder trockene Trockenheitsfältchen mit 5% Urea. Da werde ich auch einen Live-Test dazu machen und werde berichten, wie ich die finde. Dann habe ich zwei solche Essence All About Max Fixing Compact Powder gekauft von Essence. Wie ihr wisst, benutze ich die jedes Mal, wenn ich mich schminke. Und deshalb habe ich mir die wieder geholt. Und dann habe ich noch meine Wimperntusche gekauft. Zweimal. Der Colossal Volume Express Black. Genau. Stinknormale Wimperntusche. Und dann habe ich mir noch ein Make-up von Manhattan. 3 in 1 Easy Match Make-up. Nummer 30 Soft Porcelain. Genau. Die sieht so aus. Habe ich noch ein Haarspray. Auch ganz normal von Bella. Glanz und Halt für 100% natürlichen Glanz bis zu 24 Stunden und ultra starker Halt in Nummer 5 von Velaflex. Genau. Und dann habe ich hier noch Instant Anti-Age der Löcher Concealer. In der Nummer 06 Neutralizer. Den benutze ich auch immer. Habe ich auch in jedem Make-up-Video gezeigt. Als letztes habe ich noch für die Lightbox,
Tisch da oben habe. in Nanunana. Die Buchstaben gekauft, damit ich mehr schreiben kann. Mehr Buchstaben. Genau. Ja, das war's. Und jetzt zeige ich euch noch den Kleiderhaul, H&M und Chicory. Genau. So, im H&M habe ich einfach zwei schwarze Leggings gekauft. Nichts Spezielles. Ja. Stinknormale schwarze Leggings. So, dann kommen wir zum Chicory Hall. Da habe ich eine riesengroße Tasche, weil heute 50% auf alles war. Und in der Schweiz kann man immer einen Tag voraus sich die Sachen aussuchen, auf die Seite legen und dann immer wenn dieser Tag ist, mit 50%, kann man die Sachen holen und bezahlen und bekommt eben die Sachen für 50%. Und ich habe jetzt 90,65 bezahlt. Also das heißt, eigentlich hätte ich 180 bezahlt. Ja. Also ein XXL Kleiderhaul. Ja, dann beginne ich mal. Da habe ich so eine Strickjacke. Ich werde euch die Sachen noch alle noch angezogen zeigen. Dann habe ich so eine schwarze Hose. Das ist jetzt eine Boyfriend-Hose. Und das Coole ist, man sieht es jetzt nicht so gut, aber sorry, die Knöpfe sind nicht gerade, sondern so schräg. Könnt ihr das sehen? Ich mache sie mal kurz zu. So. Seht ihr das? Die sind so schräg. Genau. Und sonst eine ganz normale schwarze Hose. Dann habe ich noch eine Hose in so grau. Ja, tut mir leid wegen meiner Stimme, aber ich wollte euch wirklich ein Video drehen. Und ja, ich dachte mir, was kommt Besseres, wie euch die Sachen zu zeigen. Aber ja, sorry wegen meiner Stimme. Hier sind die Knöpfe gerade. Und das ist jetzt eine High-Rise. Die geht höher hoch. Also die deckt den Bauch ab.
dann habe ich nochmal die gleiche wie in Grau, einfach in Schwarz. Genau. Auch so. Genau. Nächstes habe ich mal eine ausgefallene Farbe, das ich so nie trage eigentlich, aber ich dachte mir, einmal im Leben kann man mal etwas wagen. Ich habe dieses T-Shirt, hier ist so offen und so zusammen. Habe ich hier etwas Rosanes. Das ist so ein bisschen Look, so schlabberig. Ja. Dann habe ich noch ein normales Basic. Trägerliebling, Leibchen. Ja. Kommen wir zum zweitletzten. Da habe ich auch so ein Basic in Borderrot. Und dann kommen wir noch zum letzten Teil. Das ist das gleiche wie in Rot. Einfach in Schwarz. Ist auch hier wieder offen. Genau. So, meine Lieben. Tut mir leid. Das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn meine Stimme so ist. Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich dachte lieber, mache ich so ein Video wie gar keins. Und ja, wie gesagt, es hat sich gerade ergeben, dass ich in Konstanz einkaufen war. Und ja, dachte mir, es wäre nicht fair, wenn ich euch das vorenthalten würde. Und ja, dann habt ihr jetzt gesehen, was ich eingekauft habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like. Lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das ist nämlich kostenlos. Und dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Und lasst doch gerne einen Kommentar da, was ihr gerne in Zukunft sehen wollt oder was euch gefallen hat. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr das Video dann seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!